Ziegenfreunde auf der Altmalschule seit 11 Jahren eine Erfolgsstory. Hier am Fuss von mal 4 links und rechts vom krummen Stein beim Zwingeln, das ist das Weideland. Am Morgen um 5 Uhr sind die 300 Geiss einmal gemolken worden und dann ist es abgegangen, eben in das Weidegebiet. Nicht so am 14. September 2019. Da sind die Geiss unten im Mittelsees. Und sie haben gewartet. Und schaut mal, wie sie hier intakt kühen. Geiss, habe ich das Gefühl, kühen eigentlich immer und immer ein kleines bisschen intakt, wie wenn das irgendwie vorgegeben wäre. Ja, sie haben gewartet und gewartet, ist Alpabfahrt gsi. Eine Woche vorher hat es kurz geschneit, hier Richtung Balbieler ist es weiss gsi, der A4 sowieso, der Schnee aber ist inzwischen wieder weg. Und dann haben die Geissen gewartet. Man hat gemerkt, es ist irgendetwas speziell. Sie haben es gemerkt. Drohnen natürlich hat speziell verschreckt. Sie sind ein bisschen unruhig gewesen. Man hat gemerkt, ja, sie warten jetzt überhaupt. Und wir schauen jetzt mal zu, was da denn alles abgeht. Das ist ungefähr am Morgen um 7:30 am 14. September. Geissen warten. Sie möchten natürlich auf die Weide. Und dann kommt der Besenwagen, habe ich später erfahren. Auf jeden Fall sind das eben die Helferinnen und Helfer, die jetzt hier aufchauffiert werden, um eben die Geissen runterzutreiben, respektive zu überwachen, dass alle 300 Geissen eben wieder heil runter können. Ich habe gewartet beim Mittelsees und war gespannt, was da alles auf mich zukommt. Interessant, habe ich gedacht. 300 Geissen runter ins Dobel, gerade und rab, kein ungefährlicher Weg. Wirklich eine Herausforderung. Ah, mit dem läufst du rein, ja? Nein. Ja, du Sven, alle die Schwierigen können es so in der Karre nicht, ja? Nein, die auch ein tupfen. Aha. Das ist der Besenwagen. Das ist der Besenwagen. Aha. Da ist die Welt noch in Ordnung. Also die, die nicht recht tun, können hier rein. Oder die Alten. Genau. Genau, du wirst es auch nicht erfahren. Riss, und ein Kaffeewasser auf da. Ein Kaffee auf da. Du Sven, ich höre jetzt irgendwie nur Kaffee und Gipfeli. Was geht denn da jetzt ab? Ja, jetzt muss man die Ware richten, dass man nachher gehen kann. Und jetzt die, die da sind, noch ein Hunger, dass sie mit leerem Magen einlaufen. Und dann geht das Salz gerade ab nachher? Und dann gehen wir hier gerade eins, hier oben und Fuchs ein, ja. Und hast du denn das wieder? Ja, wir haben noch schön montiert von einem Bauern. Jetzt lassen wir es ein, jeder wieder hat. Aha. Und die anderen tun wir die unten montieren. Der Sven Baumgartner ist der Präsident der Ziegenfreunde. Sie von links mit der Kapuze, sie hat geholfen Hirten, sie ist aus Familiencoach. Das Hirtepaar, Amade und Noemi, die sind dort nicht drauf, die sehen ihr aber dann noch. Ein Haufen andere Helferinnen und Helfer haben geholfen, eben für die Sicherheit der Geissen zu sorgen bei dieser Abfahrt. 300 Geissen, neue Rassen, Dresi zum Beispiel, die lernen wir noch kennen. Das ist ein Geiss, der schon im 11. Sommer da war. Übrigens 33 Besitzerinnen und Besitzer, die den Ziegenfreunden eben diese Geissen anvertraut haben. Ja, und dann ist langsam fertig mit dem Mörgeln. Also ich bin schon ab und zu da, aber weil ich den Kassier mache, habe ich noch viel Arbeit daheim. Eben, gell? Was ich mache, ja, mit den Bestössern. Aber eigentlich ist mit dieser alten auch wirklich ein Riesenerfolg, gell? Ja, ich meine, wir sind jetzt 11. Jahr da und hat sich entwickelt und mit all Jahren ist es müssen machen. Das ist ja so. Und jetzt bist du hier oben, jetzt ist nichts mehr kassieren, sonst einlaufen. Jetzt da einlaufen, ja. Gerade ab, hä? Ja. Ja. Man bringt es gerne und holt es und man herbst du auch gerne. Gell, und die Geissen, die versickeln, dann, was gibst du, was hast du? Also musst du einen Zünftig nehmen, gell? Ja, das lacht er ab schon, nachher die unten geht es dann. Musst du gleich ein bisschen treiben? Ja. Also treiben, sie laufen dann auch schon selber, ja. Haben sie Tünen dabei? Tünen sind dabei, aha, ja. Ja. Die letzten Arbeiten da oben, der letzte Blick auf in die Höhe, ein wunderschöner Tag, der 14. September. Die ersten Geissen sind richtig obig weit gegangen, da sind sie in der Nacht sehr oft gsi. Sie haben dann die Sonne aufgesucht, ein Haufen sind schon da vorne gsi. Ja. Die einen haben den Weg dann ziemlich schnell gefunden zu diesen sonnigen Weiden, die anderen haben den Weg langsam angetreten. Ich bin nicht recht rausgekommen, was für ein System dahinter steckt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, da gibt es gewisse Freundschaften. Man hat noch mal ein bisschen runtergeschaut, wo geht es euch her, man hat raufgeschaut. Und Heini ist einfach stehen geblieben. Ich bin mit der Drohne auch ganz nah an sie hergeflogen. Ist einfach schön stehen geblieben. Ich habe gedacht, hei, was ist da los? Alle anderen sind daran vorbeigegangen. Irgendwie scheint sie irgendetwas da zu studieren.
Und dann schaut mal einen kleinen Blick, eine kleine Bekanntschaft und dann geht's weiter. Ja. Aber eben nachdenklich sind sie schon die Geissen. Irgendwie haben sie gemerkt, da ist jetzt etwas anders. Die einen sind nicht oben geblieben, ein bisschen vorsichtiger, haben vielleicht gewartet, bis man dann endlich mal sagt, so, jetzt auf und los geht's. Und dann hat man sich langsam gerüstet, die letzten Kontakte austauscht, ein bisschen besprochen. Wie, wo geht das? Noemi im Gespräch mit Sven. Und ich habe mich getraut, sie etwas zu fragen. Und ein schwieriger Moment für dich jetzt, da, das letzte Mal hier oben. Es geht so. Therese, das letzte Mal Käse, gell? Ja, gestern Abend. Schwieriger Moment für dich jetzt, da, die Alzen. Speziell. Es ist Zeit zum Gehen, aber es ist schon speziell. Ja. Man merkt, es ist wirklich ein spezieller Moment. Das ist übrigens der Amadee. Eben, er hat zusammen mit der Noemi vor allem die Hirtearbeit geleistet. Uppla, was haben die da alles gehabt? Gut, also, es war auch lustig. Und dann der Amadee. Für dich jetzt, gell? Ein spezieller Moment, nehme ich an. He? Ja, jetzt gilt es ernst, ja. Gehst du auch mit runter? Jawohl. Entweder zu hinterst oder zu vorderst, ich weiss noch gar nicht. Gell, wenn du mal zu hinterst bist, dann bleibst du zu hinterst. Das geht nachher nicht mehr. Kommst du nicht mehr führen? Nein, das ist ja so. Ja, die hauen es dann extrem, die geben Vollgas. Abklopfen? Heb die mal. Kommt ja. Jetzt musst du auch abklopfen. Ja. Weißt du? Bis. Es geht lustig zu her, fast familiär. Dann aber ein strenger Blick. Man muss schauen, dass man alle Geissen frutscht. Etwas eine Braune fehlt, habe ich hier von weitem weg verstanden. Und dann geht er hinter in die Kassier und schaut, jawohl, da hat er sie, die Braune. Und das übrigens, das Wim Baumgartner gesagt, wenn er das zuerst eingeführt hat, haben alle gelacht. Aber die Geissen, die schätzen das echt. Also, die wollen schön ankommen im Tal und da oben natürlich schön sein. Ja, und dann hat man sich noch austauscht. Es ist halt ein Abschied. Nein, hat sicher alles etwas Gutes, alles etwas Schlechtes, aber es ist irgendwie natürlich ganz eindeutig ein Abschied von einer Alpsaison. Man merkt fast vom familiären Betrieb. Der Besenwagen ist weggefahren, der Start, dass es jetzt langsam losgeht, hier runter ins Dobel. Zuerst noch an der Sonne, nachher dann im Wald in einem steilen Dobel. Der Sven mit seiner Crew ist hier vorausgegangen. Ich habe lange gerne so ganz durchblickt, warum es uns hier dort runterkommt. Die Geissen sind ja ganz auf der anderen Seite, nämlich in der Sonne. Aber der Sven hat hier zum Marsch geblasen und gesagt, wir gehen hier alles gerade ab ins Dobel. Mit der Drohne bin ich den extra nicht mehr geflogen. Da hätte ich natürlich drüber fliegen können, gesehen, wie es da steil abgeht, dann ziemlich schnell in Waldie, dort Richtung Dobelbach. Ja. Mit der Drohne bin ich darum nicht mehr geflogen, weil die Geissen wirklich sehr schreckhaft gewesen sind, wenn die Drohne kommt. Das wollte ich nicht riskieren. Ja, die Crew ist jetzt also hier runtergelaufen. Noemi, die ist oben durchgelaufen mit dem Hund. Das hat mich erstaunt, aber irgendwie für mich logisch gewesen. Sie ist mindestens richtig Geissen gelaufen. Nicht wie der Sven, der einfach ins Dobel haben ist für mich als Laie. Der Amadee unten, das ist übrigens der Perle, der Amadee und Noemi. Ja, die beiden, man hat schon gemerkt, die arbeiten Hand in Hand. Die haben es voll im Griff. Zusammen mit dem Hund haben die Geissen, die 300 Stück, zusammen getrummelt. Noemi oben, der Hund ein kleines bisschen voraus. Der Amadee mit der Helferin unten, der Amadee. Die hat übrigens ja vorher alle Geissen aus dem Stall zusammengetrommelt, um zu schauen, dass ja auch keine dort oben bleibt. Und dann ist er da unten gesprungen. Ho, 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 also ein Hund könnte es ganz sicher nicht besser, das muss gelernt sein. Die Geissen haben natürlich aufs Wort gefolgt, ganz eindeutig. Und dann, wenn er genau schaut, oben runter, kommt es der Hirtenhund dort oben runter, auf der rechten Seite kommt und die Geissen wissen ganz genau, jetzt haben sie zu parieren. Unglaublich, was der Hund auch aus einer gewissen Ferne hier bewirken kann und wie gut der das macht. Noemi leichten Schrittes, wie sie das den ganzen Sommer gemacht hat, den Geissen an, immer ein Auge darauf, dass auch sie dann die Letzte ist und dass sie ja keine Geiss irgendwie verlieren oder verpassen. Und dann ist es langsam runtergegangen, außen aus der Sonne, runter ins Dobel, Richtung Dobelbach, zu dieser relativ schmalen Schlucht, die gar nicht ungefährlich ist. Ja, und dann ist es still geworden auf der Altmalschule. Das Wässerli hat man noch gehört, aber sonst kein Glöckchen mehr, kein Gemecker mehr. Es ist richtig Ruhe eingekehrt. Eigentlich schade, habe ich gedacht. Es ist wirklich ein Abschied nehmen von einem Sommer, wo ganz sicher etwas Schönes war. Und dann unten im Dobelbach.
Hoi. Aber es war schwierig, sie zusammentreiben, habe ich gedacht. Also. Ja, bis sie mal wirklich gegangen sind. Ja. Bis sie das erste Mal gehen und nachher gibt es kein Halten mehr. Und sie ist natürlich, gell? Wir filmen sie jetzt, was sie sagt, nichts. Aber sie ist Spezialistin, sie ist oben der Straße hergestanden, hat sie oben abgetrieben, du bist mit dem Hund. Genau. Weißt du, ich habe das System nicht so ganz durchschaut. Das Weh mit seiner ganzen Gruppe, das Loch der Rapper, jetzt haben sie die Arbeit gemacht. Oben. Sie haben im Doppel unten zumachen, dass sie nicht ins Bachbett runtergehen, geheissen. Ah, ich denke, dass sie die Arbeit ins Gehen verteilt, ihr macht es und die anderen tun das so ein bisschen zeigen, dass sie da sind. Das ist nicht so, he? Nein. Nein, sie müssen eben über ein Brückchen, weißt du, und dass dort nachher all den Weg findet. Es ist wichtig, dass man vorher ein bisschen mauert. Aber ganz ehrlich, es ist schon relativ streng. Das Ganze. Weißt du, ich habe gesehen, wie du rumgesprungen bist, den Geisen angesprungen bist. Also, ich habe es im Kopf vergessen. Ich war froh, ich war im Film. Hast du am Abend keinen Muskelkater? Bist du auf der Schnorre? Nein. Nicht? Du bist deinen Gästen gegangen, bist du auf der Schnorre? Ein bisschen, ja. Gell? Auf jeden Fall ist alles zusammen rassig gegangen. Und nur um euch zu zeigen, was für ein friedliches Völkchen die Geisen sind. Ob ihr es gesehen habt, sie fressen schon wieder, sie keuern schon wieder, sind unglaublich verfressene Viecher. Aber eben, wie gesagt, sie machen natürlich auch sehr, sehr viel Gutes. Weil sie, wie hat er gesagt, oben abfressen sind, das Venen mal. Also mit Antworten, sie schützen, sie pflegen die Natur. Und nur um euch zu zeigen, wie ein friedliches Völkchen die Geisen sind, bin ich einfach mal durch die Geisen durchgelaufen. Also die zeigen keine Angst, die gehen auf die Seite. Einige Meiden haben gesagt, ja, wegen auf die Füße steigen müssen aufpassen. Da hat sie gar nie ein Problem gehabt. Also ich muss sagen, wirklich ganz, ganz friedliche Tiere. Wirklich etwas, was einem Freude macht. Die Geissen. Allerdings, also ein Sommer auf der Alp mit diesen Geissen, das stelle ich mir sehr sportlich vor, weil die sind wirklich schnell beim Auf- und beim Abklettern. Da muss man also auf Zacken sein, also Hochachtung vor all denen, die das wirklich einen Sommer lang machen, wie zum Beispiel sie, die eben geholfen hat, Hirten. Therese, ich will das sonst wirklich nicht mehr belästigen. Aber Therese, jetzt ehrlich, was ist strenger gewesen, der Ablauf mit den Geissen oder Käse? Jetzt einfach... Schon Käse. Und? Ein Hurenkrampf gesehen, gell? Weißt du, die ganze Zeit. Ich bin gelaufen. Und sie ist die ganze Zeit mir auf der Füße, hinter der Füße gestanden. Gell, ein Hurenkrampf gesehen? Hä? Ein Hurenkrampf gesehen. Ich rede sicher nicht von dieser Kamera. Sieben Hören müssen sie. Kann ich den Kind auf dem Boden? Sieben! Nein, nur sechs! Das Mal, dass die Geister hier oben waren. Was denkt ihr so? Ja, ich habe erst. Ja, weißt du schon. Der 11. Sommer ist hier schon hier oben. Ja, ja, der 11. So Sommer. Ungefähr, ja. Nein,
gehen wir auf unter der Schelle durch. Unter der Schelle durch. Jawohl. Das hier hebt unter der Schelle durch. Und ich fädle wieder. Und auf der Stärke, da kommt auch hebt dann. Und dann sind alle gerüstet für die Schau. Ja. Und dann sind sie eben hergelaufen zum Grütli auf Grabs, mitten auf der Hauptstrasse. Von 16'000 oder noch mehr Verkehrsbewegungen pro Tag redet man hier. Ich glaube, der Gegensatz hätte nicht grösser können sein. Von dieser Alp in Majul jetzt aber eben in die Erniedrigung, man kann es fast nicht anders sagen. Und da seht ihr mal, da kommt Technik und Natur zusammen. Vielleicht habt ihr diese und jene Gedanken, vielleicht gibt es euch auch ein bisschen zu denken, ja, was wir etwa mal aus so Natur machen, wie wir mit Natur umgehen. Also das jetzt, Höhe Werdenberger See, eben die 300 Geissen mit diesen 11, 12 Helferinnen und Helfern, die ihre Geissen in unglaublich geordneter Form hier durch die Autokolonne durchgeschlängelt haben, voll Selbstvertrauen. Die Mädchen durch stolz voraus, die Geissen, die eben geschmückt waren, auch stolz hinein. Wirklich, also für mich wirklich ein Erlebnis, etwas ganz Spezielles, das Zusammentreffen von Natur und eben der heutigen Gesellschaft, der heutigen Technik. Ich überlege jetzt einfach den Originalbilder und den Originalton. Wirklich etwas Spezielles. Ich war schon seit dem Bub, bin nie mehr dort mitten auf der Straße gestanden, habe so etwas auch nie mehr gesehen. Geissen und Verkehr, das Zusammentreffen von Natur und eben Technik in dieser Art und Weise. Sicher etwas speziell Eindrückliches. Ja. Und jetzt haben sie die Grenze von Buchs nach Grabs überschritten, sind jetzt eben zum Grütli unterwegs. Und dort hat man natürlich noch wieder Gespräche, hat man zusammentreffen, hat man noch Produkte kaufen, sich austauschen und sicher auch freuen auf die neue Saison. Ja, das ist sicher wieder etwas ganz Spezielles, auch in der neuen Saison, die 12 Diversen bei den Ziegen, Freunden eben auf der Alp Majul. Jetzt zuerst aber das Zusammentreffen auf dem Grütli, wo man sich natürlich noch mal austauscht hat, dies und jene Kontakt geknüpft hat, ins Gespräch gekommen ist, wirklich höchst interessant. Und wenn man es einfach nur beim Grütli war, dann erinnert euch vielleicht zurück, was das alles braucht, die 300 Geissen von diesen 33 Besitzerinnen und Besitzern hier runterzutreiben. Ja, ohne ein einziger Geiss zu verlieren, wirklich also absolut klasse und eine Höchstleistung von den Leuten, die geholfen haben, von den Geissen natürlich wirklich etwas ganz Spezielles. Ja, Geissen, das schlägt kein Geissen weg, haben gezeigt, ja, was eben Natur kann sein. Sie waren unten, schon wieder zufrieden mit den Krütli von den Niedrigen. Natürlich vielleicht die Gedanken noch in den Höhen oben. Ich bin selber auch beim Filmen noch ein kleines bisschen, unter anderem sicher auch ein bisschen in der Höhe oben gewesen.
Und ich habe gedacht, das nächste Jahr ist es dann ja wieder so weit. Das war schon vor etwa 3-4 Stunden gewesen, hier oben noch auf dem Altschul, wo eben die Geissen, eher ein bisschen Nachzügler, die anderen gesucht haben, die bereits in der Sonne ihren Platz gefunden haben. Ja, das nächste Jahr treffen sich die vielleicht wieder. Wieder vielleicht zum Frühstück. Im September wird es wieder so weit sein, weil es ist eindeutig. Es fängt dann halt an schneien zum Teil schon. Ja, und dann tritt man die Geissen wieder ab. Aber vielleicht dann im Mai, Juni, je nach Schneesituation, ist man wieder da auf dem Altschul. Und dann, Ende Saison, geht es da wieder tief ins Tobel, eben richtig Buchs. Ja, wirklich eine imposante Alpabfahrt mit diesen Geissen. Ziegenfreunde auf der Alpmaltschule, ein Erfolgsrezept. Ganz eindeutig.